Einen wunderschönen guten Tag an den Ersten und den Erstinnen. Willkommen wieder bei Movie Check. Endlich ist es soweit. Captain America Civil War. Captain America Civil War ist vom Feeling her eine wirklich solide Fortsetzung des Captain America Solo-Franchises, also in erster Linie von den beiden bisherigen Solo-Filmen. Zu Beginn von Civil War machen die Avengers ihr Ding, die Welt retten. Doch bei einer ihrer Heldenaktionen sterben unglücklicherweise ziemlich viele unschuldige Zivilisten. Für einen weiteren Anschlag wird dann auch noch der Winter Soldier Bucky Barnes als Boomerang entlarvt. Die Welt ist in Aufruhr. Sie fordert die Kontrolle der Avengers und den Tod von Bucky Barnes. Captain America ist gegen eine staatliche bzw. organisatorische Kontrolle des Avengers-Teams, weil er davon überzeugt ist, dass die Avengers stets ihrer eigenen Moral folgen sollten und nicht den Wünschen und Vorstellungen Dritter. Sodass sie also nur sich selbst gegenüber und dem Team gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. In Bezug auf die Winter Soldier-Geschichte ist Bucky Barnes natürlich auch noch Steve Rogers, aka Captain Americas bester Freund, und dieser setzt sich auch dann für einen fairen Prozess ein. Der allerdings unter den gegebenen Umständen nicht garantiert zu werden scheint. Tony Stark und mitunter auch Black Widow sehen das allerdings etwas anders. Jeder von ihnen hat einen triftigen Grund, sich für die eine, Team Cap, oder die andere, Team Iron Man, Seite zu entscheiden. Es kommt zur Spaltung. Und dann wäre da noch der Charakter von Daniel Brühl, Simo. Was der allerdings mit der ganzen Sache zu tun hat, das erfahrt ihr im Film. Bezüge zu den Ereignissen aus Marvel zu The Avengers und The Avengers Age of Ultron existieren selbstverständlich auch in Civil War. Sie bilden aber vielmehr den groben Rahmen. Das Hauptmotiv ist die Freundschaft zwischen Steve Rogers und Bucky Barnes, also dem Winter Soldier, als auch zwischen Steve Rogers und Tony Stark. Und im Weiteren natürlich dann auch die Beziehung zu bzw. zwischen den einzelnen Mitgliedern des jeweiligen Teams. Ist Captain America Civil War nun also ein Avengers 2.5? Nein! Nur weil in diesem Film auch andere Avengers mit einer Screentime-Länge, die vergleichbar mit einem Avengers-Streifen ist, auftauchen, wird dieser Film noch lange nicht zu einem Avengers-Streifen. Im Gegenteil! Die Avengers stehen im Kern für das Aufbegehren gegen einen gemeinsamen Feind. Dass hier allerdings die Fronten gegen andere einstige Freunde und Verbündete aufgezogen werden, lässt diesen Film rein ideologisch schon nicht als Avengers-Film durchgehen. Hier geht es um die Spaltung des Teams, die sich in den bisherigen Filmen still und leise, aber stetig, aufgrund des schon angeklungenen Konfliktpotenzials zwischen Steve, the Captain America Rogers, und dessen Avengers-Kollege Tony Iron Man Stark angekündigt hat. Und wie schlagen sich Black Panther, Spider-Man und Ant-Man als Neulinge im Marvel Cinematic Universe? Ant-Man schlägt sich großartig, geradezu gigantisch. Chadwick Boseman in seiner Rolle als T'Challa, aka Black Panther, ist ziemlich cool. Wir erfahren sehr viel über seinen Charakter, seine Heimat Wakanda und diversen anderen Stuff. Tom Holland als Spider-Man ist einfach nur clever. Sony wird mit diesem Spider-Man, da bin ich mir sicher, Erfolge verzeichnen. Er ist gewitzt, er ist merklich jung und bringt dadurch alleine auch schon jugendlichen, frischen Wind in dieses Franchise. Und auf der anderen Seite bringt er einfach auch richtig coole Sprüche. Auch ein Star Wars Spruch ist dabei, ziemlich cool. Visuell ist Captain America Civil War eigentlich wie The Return of the First Avenger und auch The Avengers Age of Ultron. Eine Augenweide. Die in den verschiedensten Trailern schon angeteaste Flughafen-Kampfszene ist mit Abstand wirklich und tatsächlich die beste Kampfszene im bisherigen Marvel Cinematic Universe. Die Charaktere interagieren hier mit einer Leichtigkeit, klopfen richtig geniale Sprüche und unterhalten auf ganzer Linie. Neben Black Panther und Spider-Man trumpft aber allen voran Ant-Man in dieser Szene auf, weil er, naja, schaut euch den Film an. Kurzer Abstecher noch zum Soundtrack. Der hat mich tatsächlich etwas enttäuscht. Da hatte ich wirklich mehr erwartet. Ein für diesen Film vielleicht charakteristisches Motiv war jetzt beim ersten Mal schauen für mich noch nicht so wirklich auszumachen. Und auch sonst war der Soundtrack zwar da, aber ohne dabei in Szenen, in denen ich es als obligat angesehen hätte, ein Gänsehaut-Feeling zu erzeugen. Das allerdings erledigte schlussendlich der Cast rund um Robert Downey Jr., Chris Evans und Co. KG zu meiner vollsten Zufriedenheit. Nevertheless,
Der Film macht Spaß, er liefert wirklich gute Unterhaltung und bringt uns allen voran Steve Rogers und Tony Stark näher. Was mich dazu bringt, auch ein wenig mit der Punktevergabe zu hadern. Summa summarum habe ich mich deswegen jetzt auch dazu entschlossen, in der Filmwertung 4 von 5 Punkten zu vergeben und in der Genrewertung 4,5 von 5 möglichen Punkten. Es ist kein Avengers-Film, deswegen darf dieser Film auch ruhig etwas schlechter als die Avengers-Streifen ausfallen. Es ist, wie gesagt, nicht dasselbe. Es sollte ein Captain America-Streifen sein, es ist ein Captain America-Streifen geworden und so gesehen funktioniert der auch gut. Dass jetzt hier auch andere Marvel-Charaktere ihr Debüt gefeiert haben und auch das erste Mal auftauchen bzw. wieder auftauchen, das macht den Film hochwertiger. Das habe ich auch in der Genrewertung berücksichtigt. Aber trotzdem muss man hier und da tatsächlich auch den ein oder anderen Marvel mal beim Namen nennen. Und das war allen voran auch der Soundtrack. Und der ist mit, vor allem bei einem Superheldenfilm, der Pathos ausstrahlen muss und das nicht nur auf der Leinwand, sehr, sehr wichtig. Deswegen in der Gesamtwertung 8,5 von 10 möglichen Punkten für Captain America Civil War.